auf! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem zweiten Part von Servervorstellungen und heute mal auf den Bisoncraft TK Server. Ja, und den kennen höchstwahrscheinlich schon einige und dann stelle ich ihn jetzt trotzdem nochmal vor. Es gibt einmal 1 vs 1 mit guten Maps. Ich zeige das nachher nochmal. Die Maps bei 1 vs 1 und wenn ihr auf Twitter folgen wollt, dann müsst ihr einfach nur /Twitter eingeben und hier überall an den Seiten gibt es Punkte, wo du zum Beispiel eingeben könntest, /Report oder /YouTube und dann erhältst du alle Informationen. Parcours, das sind verschiedene Parcours. Hier zum Beispiel kann ich immer einen zeigen, die Pyramide ist ein Parcours, auch wie die anderen. Ein langer, ein Jumping Run Part bis zum nächsten Parcours. ETZ, wie The Bisoncraft schon davor war. Also erst wieder ein Jumping Run Server wieder vor. So, und was es dann auch noch gibt, Jump Battle, da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt in eine Runde reingeht und du zum Beispiel mit deinem Freund spielen willst, kannst du sagen, komm, wir gehen Jump Battle 3. Und dann geht ihr einfach beide rein, dann könnt ihr gegeneinander Jumping Run machen. Falls ihr einen findet, der Regeln bricht, der macht dann /Report und dann den Namen. Eigentlich Standort, wie es immer ist. Und dann gibt es noch Push Me, also das ist, dass man einen Gegner runterhauen soll. Also man haut sie mit der Faust in Minecraft einfach ganz normal und sie kriegen dann einen Rückstoß. Und ich mache mal kurz /Kill. /Kill. Wenn das geht. Nein, leider geht's nicht. Denn so wie es ausschaut, haben wir gerade nicht volle Leben. Und so schaut's auch aus. Gegen wen sind wir? Gegen Lex. Keine Ahnung. Das sind Vergiftungskits. Da kommt es natürlich drauf an, wer die besseren Hits zuerst gibt. Ja, okay. Du hast den Kampf gegen... Ja, toll, jetzt haben wir sogar erste Runde verloren, aber ich bin es so der Beste im PvP, wenn ich aufnehme. Wenn ich meistens offline spiele, bin ich irgendwie besser. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Oder wirklich, woran es liegt. Das ist mir immer noch ein Geheimnis. Wir spielen jetzt gegen Official Mystery. Okay. Mal schauen, ob wir gegen ihn eine Chance haben. Das Tankit ist Fuldia mit Slowness. Wir haben ihm schon mal einen guten Hit gegeben. Aber jetzt gibt er uns natürlich nochmal gute Hits. Mal schauen. Kriegen wir ihn? Nein, Scheibe. Scheibenkleister. Nein. Tot. 9,5 Herzen. Wenigstens hatte er ein halbes Herz, bevor er voll war. So, jetzt gehen wir einfach nochmal eine neue Runde rein. Wieder gegen ihn. Oh Mann, aber ich möchte nicht gegen ihn. Er ist gut. Mal gucken, was bekommen wir jetzt für ein Kit. Denn es gibt verschiedene Kit. Okay. Das Kit kommt wirklich nur drauf an, wer den ersten Hit gibt. Das ist ein bisschen... komisch, aber ja, okay. Kommt es drauf an, wer die größere Reichweite hat. Wir spielen gegen Gomwaffe. Und es laggt gerade. Hallo? Please don't laggy. So. Okay, wir spielen gegen Gomwaffe. Wieder das nervige Kid. Was? Er hat uns zuerst gehittet. Wir haben ihn doch eigentlich auch erwischt. Was ich auch gut finde, dass sie das mit den 1 bis 1 mit so einem Zombie geregelt haben. Dass man da nur draufklicken muss. Das finde ich eigentlich gut geregelt. Jetzt machen wir auch den letzten Kampf und dann würde ich sagen, das war's von diesem Video. Oder vielleicht kommen wir ja nochmal im Push-Me rein oder so. Mal schauen. Ninja Kid. Nein, er ist. Man sieht, glaube ich, die Hand oder so. Schon wieder verkackt. Machen wir Push-Me. Mal schauen. So, push me.
schreib mal kurz. Push me bitte nehmen auf. So, vielleicht kommt ja jemand. So, wir gehen einfach mal in diese Runde rein. Mal schauen. Hoffentlich kommt jemand. Er hat das Spiel betreten. Du hast das Spiel betreten. Nice, aber es kommt noch niemand. Kommt. PM2. Gut. Der erste scheint wohl schon drin zu sein. Mal schauen. Ob wir jetzt gewinnen oder ob wir immer wieder verlieren. Mal schauen. Es kommt aber so zu, wie es aussieht, kein anderer rein. Mal schauen. Wann, ob vielleicht noch jemand reinkommt. Push me ist ja der gleiche Sinn, wie das hier, wie bei auch PvP. Am PC, also du musst deinen Gegner runterhauen. Aber wenn ihr das Spiel hier einmal gespielt habt, dann solltet ihr schon das Prinzip wissen, um was es hier geht. Ja, okay, 3, 2, 1, go, wir haben 5 Minuten Zeit. Gegen wen sind wir denn? Gegen den lieben Letenglex oder so. Leute, ich bin da reingelaufen. Was mach ich? Bin ich komplett neben den Schuhen oder was? Lauf einfach rein. Ja, okay, jetzt machen wir noch einen letzten Kampf. Ja, und in der Zeit mache ich schon mal die Abmoderation, würde ich sagen. Also, das war's von diesem Video. Heute sollte, glaube ich, noch ein Video kommen. Höchstwahrscheinlich mal wieder Clash of Clans. Ja, und ich würde sagen, das war's von diesem Video. Haut rein. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht geschaut habt, dann schaut sie auf jeden Fall mal an. Wenn ihr sie nicht anschauen wollt, dann schaut sie halt nicht an. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da. Wenn ihr Videos verpassen wollt, dann auch wiederum nicht. Wenn ihr mehr solche Videos wollt, dann zerschlagt erstmal den Like-Button. Und ich würde sagen, das war's von diesem Video. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute!